Ich wollte eigentlich Malerei studieren, bin dann aber auf der Suche nach Hochschulen halt auf die HFPK gestoßen und habe mich dann doch spezieller für den Designbereich interessiert, vor allem halt dann das Social Design. Das kannte ich bis dahin noch gar nicht und fand das total toll, dass man das überhaupt an der Hochschule lernen kann oder praktizieren kann. Und das hat mich dann doch erstmal eine Weile lang mehr interessiert als Kunst. Nur eventuell bin ich dann auch wieder doch zurückgekommen. So, ich möchte doch eigentlich schon Kunst machen konkret und meine Sachen machen, alleine arbeiten. Und bin dann nach einer Weile doch in die Malerei gewechselt, was dann halt auch ging innerhalb der Hochschule. Wichtig ist, sich die Hochschule anzugucken, bevor man hier anfängt. Also mindestens einmal in einem Seminar zu sein, eventuell schon eine Klasse angeguckt zu haben, sich mit den Leuten irgendwie schon mal ein bisschen zu kontaktieren, das ist ganz einfach. Alle Leute sind offen hier, alle Leute mögen das und haben sich selbst in der gleichen Situation befunden. Wenn man hier ist, ist es wichtig, dass man auf sich selbst guckt und an sich selbst arbeitet und sich Ruhe gibt, sich nicht zu sehr ablenken lässt von anderen Leuten und so. Vertrauen, Kontakt natürlich ist wichtig und wenn man dann schon so einen Schritt weiter ist, glaube ich, dann ja, sehr wichtig, sein eigenes auszuarbeiten, frei zu sein, immer wieder auszuprobieren, keine Angst zu haben, zu fragen, keine Angst zu haben, dumme Fragen zu stellen, frei sein, einfach frei sein, das ist das Wichtigste irgendwie. Auch wenn das vielleicht so ein bisschen romantisch klingt, aber und wissenschaftlich ja auch sehr hinterfragt ist, was Freiheit ist, aber trotzdem, es ist wirklich, ja, keine Angst zu haben, glaube ich, ist gut. Als ich am Anfang in die HFPK war, habe ich immer Professor Bünter gefragt, wie finden Sie das? Können Sie mich einen Vorschlag geben? Und da hat er immer gesagt, einfach weitermachen. Und manchmal hat er mich gelobt. Da bin ich ganz glücklich, deswegen habe ich ein paar Tage nach Neubildern gemacht, dann nochmal gefragt, da meinte er, Sisi, ich kann dich nicht immer jedes Mal Kompliment geben, aber einfach weitermachen. Dann habe ich langsam gewohnt, alles selber zu entscheiden. In der Zeit, in der ich in der Malereiklasse bin, ist in den letzten 2 Jahren gewesen, habe ich mich ja dann auch noch mal irgendwie schnell und stark verändert. Ich denke mal, das ist bei vielen oder allen Leuten so, dass man ja erstmal eh lange auf der Suche ist oder nie aufhört zu suchen oder sich immer weiterentwickelt. Und bin dann jetzt halt von auch einer Faszination und so von über Malerei, dann über andere Objekte, andere Medien zu dem aktuellen Schluss gekommen, dass ich jetzt nicht mich irgendwie nur mit Farbe beschäftigen werde, sondern dass ich vielleicht andere Sachen auch noch spannender finde. Zum Beispiel, ich nehme auch Filmsemester an der HFPK. Aber in China, wenn man Grafikdruck studiert, macht man eigentlich nicht so viel anderes als Grafikdruck oder Malerei. So kann ich nicht professioneller ein Filmmacher sein, aber ich bin sehr zufrieden, dass ich das kennenlernen kann. Also es gibt auch Tief- und Hochphasen und dann manchmal denkt man, man kann das nicht mehr und ist irgendwie alles vielleicht auch unangenehm, die Dinge zu zeigen oder sowas, sehr persönlich und so. Aber dann lernt man, die Dinge zu verstecken und dann lernt man, die Dinge umzuschreiben und von außen zu betrachten, liegen zu lassen und dann wird es noch interessanter für einen selbst auch. I think it's important that the HFPK that is now trying to become this big school and very international in a way, that kind of like it starts really reflecting on the foundations of equality. You know, that there is more space given for diversity, different kind of people, that this kind of becomes part of the discourse of the school, as much as trying to generate new thoughts of aesthetics or new ways of expressing, yeah, aesthetics or whatever, you know, like I think it's our responsibility also as students to ask for that and also to take space and visibility. What's interesting in this kind of structures, like the one the HFPK has, it gives you many resources and it gives you the possibility to do things, but also it gives you the possibility to do nothing. And I think that's when we have to become proactive and actually take those possibilities and take those privileges, because it's a very privileged lifestyle that we have here, like, you know, like having access to technologies that one wouldn't have access otherwise. Yeah, we just need to really use them for something good and not only for producing more material that at the end is just gonna be kind of like accumulating.